Frauke Petri, das erste Opfer der AfD-Abschiebequote, hat gesagt, die AfD sei das Fieberthermometer der Gesellschaft. Das heißt, sie weiß sehr genau, in welches Körperteil die AfD gehört. Das Fieberthermometer der Gesellschaft, hat Frauke Petri gesagt. Und trotzdem sind viele verunsichert und fragen sich, wie müssen wir jetzt umgehen mit der AfD? Was ist jetzt der richtige Weg? Ich finde ja, wir müssen sie integrieren. Wir müssen sie rausholen aus der Opfermythos-Ecke. Mit Opfern hat man Mitleid, die stärkt man auch. Wir müssen sie rausholen aus der Schmuddelkinder-Ecke. Wir müssen die AfD integrieren. Die müssen jetzt mal beweisen, dass sie das, was sie die ganze Zeit behaupten, auch wirklich können. Ich bin für eine Regierungsbeteiligung der AfD. Ich bin für eine Koalition aus CDU und AfD auf Bundesebene. So wie es die Kanzlerin geschafft hat, SPD und FDP in Grund und Boden zu koalieren, braucht die keine 3 Wochen und die AfD löst sich freiwillig auf. Wie umgehen mit der AfD? Das ist ja die große Frage. Ich meine, das ist uns die Merkel schuldig, finde ich, dass sie jetzt mal mit der AfD koaliert. Sie ist auch schuld an der AfD. Es ist ja kein Zufall, dass die Partei Alternative für Deutschland heißt, nachdem wir 10 Jahre lang gehört haben, dass alles alternativlos ist. Immer hieß es, alles sei eine alternativlose Entscheidung bei der Einführung des Mindestlohns, bei der Aussetzung der Wehrpflicht, bei der Abschaffung der Kernkraft. Immer hieß es, alles sei alternativlos. Dabei ist die Formel alternativlose Entscheidung das wirklich Dümmste, was ich jemals gehört habe. Das ist ein Widerspruch in sich. Wenn ich eine Alternative habe, treffe ich eine Entscheidung. Wenn ich keine Alternative habe, treffe ich keine Entscheidung. Dann folge ich einer Notwendigkeit. Diese Formulierung von der alternativlosen Entscheidung ist nichts anderes als geistig Dünnpfiff. Ein Fall fürs Sprachendlager. Das ist der peinliche Versuch, das Land endgültig zu entpolitisieren durch Einschläferung. Glaubt es nie. Deshalb bin ich der Meinung, die Merkel ist schuld an der AfD. Und nicht nur das, die ist noch an viel mehr schuld. Ich meine, die ist mehrfach jetzt die mächtigste Frau der Welt gewesen. Die ist schuld an der AfD, die ist auch schuld an Trump. Die ist schuld, dass die Le Pen fast Präsidentin geworden wäre. Wer mächtigste Frau der Welt ist, muss sich daran messen lassen. Deshalb sage ich, die Merkel ist schuld. Ist für mich eine der Sätze des Abends. Die Merkel ist schuld. Punkt. Ich finde das so geil, das ist der Grund, warum ich Kabarett mache. Ich liebe das, du brüllst in den Saal, die Merkel ist schuld und irgendein Schwachkopf applaudiert immer. Ich liebe das, dieses Wissen, wer schuld ist, das ist toll. Überhaupt möchte ich sagen, heute ist hier wunderbares Publikum. Und jetzt, wenn wir schon mal unter uns sind, können wir doch mal offen reden. Guck mal, wir die Schlauen, wie oft haben wir zu den Dummen gesagt, Dumme, geht wählen, macht Gebrauch von eurem Wahlrecht. So viele haben nicht die Möglichkeit, also tut es, geht wählen. Los, Dumme, los, macht es. Und jetzt haben die das gemacht in den USA. Und jetzt stehen wir da und sagen, ja, so war es jetzt auch wieder nicht gemeint. Ja, deshalb sind wir heute wieder unter uns, unter den Schlauen. Und wir sind ja nicht nur schlau, wir sind auch links. Ja, das gehört zusammen. Schlau sein und links sein ist eins. Wir sind auf der richtigen Seite. Schlau sein, links sein, recht haben. Das ist die Trias der Gegenwart, liebe Freunde. Schlau sein, recht sein, links... jetzt habe ich es fast auch noch... Das war ein blöder Versprecher. Schlau sein, links sein, recht haben. Das ist es. Wir sind die Bionade-Bourgeoisie. Ja? Wir haben immer gewusst, was gut ist. Immer. Wenn die Welt untergeht, wir haben es besser gewusst. Wir haben gewusst, Minderheiten sind wichtig. Minderheiten müssen wir stärken. Wir haben gesagt, LGBT, Lesbian, Gay, Trans, Bums. Alles, was bumst, ist gut. Haben wir gesagt. Die Welt ist ein Regenbogen. Alles ist bunt. Haben wir immer gewusst. Wir haben auch gewusst, was man sagen darf und was man nicht sagen darf. Welche Worte ins Schulbuch gehören. Wir wissen, was man essen darf. Bio. Immer Bio. Nur Bio. Bio, 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 Bio. Deswegen fahren wir immer samstags mit dem Bio-Supermarkt in den Bio-Supermarkt. Fahren wir samstags in den Bio-Supermarkt, aber mit dem SUV. Das sind wir. Ja? Wir haben immer gewusst, was gut ist. Wir hassen Trump, weil er nichts fürs Klima tut. Aber wir fliegen mit EasyJet nach Malle übers Wochenende, weil es so günstig ist. Ja? Und manchmal frage ich mich, sind wir eigentlich noch die emanzipatorische Bewegung, die wir gern wären? Oder sind wir nicht einfach nur träge geworden, müde? Und überspielen unsere Trägheit mit dem Gestus der moralischen Überlegenheit, indem wir der Welt erklären, was gut für sie ist und was schlecht für sie ist. Sind wir nicht auch nur Neo-Gartenzwerge mit ausgestrecktem Korrektheitszeigefinger, die Welt einteilen in Gut und Böse? Und sind wir in der Sicherheit der moralischen Überlegenheit nicht denen viel näher, die wir so sehr verachtet haben? Weil alle, die unsicher waren, die nicht wussten, wo es hingeht, die ambivalent waren, die haben wir in die unterste Schublade gesteckt. Haben wir gesagt, Rassisten, Fleischfresser und Vollidioten oder vollidiotische, fleischfressende Rassisten. Da unten haben wir die reingesteckt, haben wir nochmal zugeklebt und dagegen getreten, damit die nicht mehr rauskommen. Aber da unten, in der untersten Schublade, da saßen schon die Trumps und die Le Pens und die Gaulands und haben gesagt, herzlich willkommen, euch bieten wir hier Asyl.
Und am Ende weißt du gar nicht mehr so genau, wer eigentlich schuld ist. Und das ist auch ein Scheißgefühl. Und die Frage ist, wer holt uns da raus? Ich sage, es kann nur eine geben, die immer schuld war. Die muss uns rausholen. Wenn Merkel noch einmal antritt für eine vierte Legislaturperiode, dann nur, weil sie weiß, dass sie die Einzige ist, die Trump madig machen kann. Unsere eigene Chance ist, der Typ hat keine Ahnung vom politischen Geschäft. Wenn der ankommt in den Niederungen der Ebene, in den höheren Sphären der Diplomatie, wenn sie ihm gegenüber sitzt und sagt, schauen Sie, Herr Trump, wir werden Entscheidungen treffen, von denen wir nicht wissen, ob wir sie jemals so als Entscheidungen durchbringen werden oder ob wir Kompromisse der Kompromisse finden müssen, die anschließend als Kompromisse der Kompromisse vielleicht dann tragen oder auch nicht. Mal gucken. Das spätestens wird der Moment sein, in dem Trump freiwillig über alle sieben Berge verschwindet. Und wenn nicht, dann muss sie ihm noch ihr vollstes Vertrauen aussprechen. Dann spätestens ist Schluss. Das hat bei allen funktioniert. Bei Wulff, bei Oettinger, bei Annette Schavan, selbst Papst Benedikt XVI. Hat sie mal ihr vollstes Vertrauen ausgesprochen. Und was war, einige hundert Tage später ist er als einer der ersten Päpste der Geschichte freiwillig zurückgetreten. Und ich sage, wer den Papst auf dem Gewissen hat, für den ist Trump ein Kinderspiel. Dankeschön.